So, wir sind hier in Ansbach, steht vor der Evangelischen Lutherischen Kirche. Und hier in dieser Kirche trifft sich der Chor Les Ambassadeurs pour Christ, die Botschaft Jesu Christi. Der Chor wurde im Jahr 1992 gegründet. Die Mitglieder stammen aus der Demokratischen Republik Kongo und aus Angola. Wir treffen uns hier Sonntag, um Gott zu loben. Und das Ziel, das wir haben, ist das Evangelium Jesu Christi weiterzugeben. Wir wollen bezeugen, was wir mit Jesus erfahren haben und erlebt haben. Herr Löffler, Sie sind Krankenhausseelsorger in Günzburg und stellen als missionarisches Projekt den Ansbacher Chor Ambassadeur pour Christ vor. Wie kommt denn das? Ich habe 10 Jahre in Tansania gelebt und gearbeitet und habe dort sehr viel mit Chören zu tun gehabt, denn kaum eine Gemeinde, die keinen Chor hat. Eher gesagt, eher 3 Chöre als gar kein Chor. Was würden Sie sagen, ist der Hauptunterschied zwischen einem bayerischen Kirchenchor und einem Chor, einem afrikanischen Chor, der im Gottesdienst singt? Die afrikanischen Chöre haben keine Liederblätter oder keine Noten. Die singen frei heraus, natürlich üben sie auch. Aber da ist der Körper in Bewegung, da schwingen die Hüften, da gehen die Hände rauf und runter, da ist Bewegung drin. Was würden Sie sagen, ist die missionarische Chance von so einem afrikanischen Chor bei uns in Bayern? Dass es sehr authentisch ist, dass die Menschen von sich erzählen, das, was sie betrifft, was sie selbst erlebt haben. Und Authentizität und Mission gehören ja zusammen, ohne dass ich sehr bei mir persönlich deckungsgleich bleibe. Kann ich auch nicht missionieren.